Das wird wieder so eine kurze Episode, ne? Es sieht sehr nach Ende aus hier so allmählich. Not what I was expecting. Flycatcher! Morning, crooked man. He's got a sharp tongue. Flycatcher, da. It would be better for everyone if he parted with it. Thanks, Greenleaf. Let's just call it even. Hey, Sheriff. I know who you are, Flycatcher. You've worked at the Woodlands for how many years now? I think I've lost count. Are you gonna come see the truck off? We're leaving for the farm in a few. Thought you might want to. I don't know. I'll be down in a minute. Okay. Great. This fucking line. Jack. Das sind sie alle. Oh, Mr. Wolf, Flycatcher left his keys. Okay. Right. Thanks. I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. We'll talk later, okay? Good morning, Miss White. You're late. Aber wird sich wirklich etwas ändern? Colin! Someone's gonna see you, Colin. Mit einem Sixpack, das ist schon geil. Ich mag Colin. Colin ist cool. Wo ist dein Glamour, mein Freund? I'm going. Jesus. Warum? We only have like 5 minutes. And carry me for fuck's sake. I don't give a shit. We forgot these. Oh, thank you. It's been pretty busy around here. Morning, Sheriff. Nice fucking day. Shit. Just go grab that, would you? Sorry about all this. I tried to help. Just why the hell did she have to send me and me boy away, huh? You promised me I'd get another chance. But Miss White said I had to go up to the damn farm anyway. Oh, Mano. I told her I had the money, but she didn't want to hear it. Wait, Sheriff Bigby. I have something. You know, he was up crying all night, poor kid. Can you give this to Miss White, please? Dad says there's no time to say goodbye, so... If you could bring it to her, she was nice. So... Yeah, sure. I couldn't take them all with me, and she said she liked that one the best. Aww. It's a willow beetle. That's a big one. They're cool, because when they're little, they have these pouches that squirt juice at you if you touch them. That's real nice. She said it was pretty. We're about ready to head out. What's it like at the farm? I've heard ogres live there, and they eat people in their sleep sometimes. God, I hope not. Do we have to go? I want to stay here. Well, we don't have a choice anymore. Oh, Manu. I'm sorry, TJ. But, look on the bright side, okay? There's plenty of space to run around, and a nice river nearby, so you can swim all you want. Even in daytime? Yeah. You don't have to worry about the Mundy seeing you. It'll be nice. Come on. It won't be so bad. Have you been there before? No. Some of the animals aren't comfortable around wolves, so you wouldn't know, would you? We're all set. Bye, Mr. Wolf. Goodbye, TJ. Hey, Bigby! Where's your friend, Colin?
Where's the fucking peak? How should I know? Es tut mir ja leid, Mensch, Toad. Ich bin doch nicht schuld daran. Junge, ich hab dir sogar Geld gegeben. Saying goodbye? Hi. Hi. You're still wearing that thing. Oh. Yeah. I guess I am. It's not easy to forget. I know it seems like I should be able to. It's just... Let me help you. Bigby, I know you're trying to help. But this is just something I need to do on my own, okay? Listen, I came here because I have to tell you something. What is it? It's about what happened to Faith and Lily. I'm not sure where to start. Faith, Lily and I, we had this plan. We were gonna find a way out. Leave the pudding and pie for good. But then Faith decided to get some leverage. She stole a picture of Crane and Lily together. The minute Faith stole that photo, we had dirt on one of the Crooked Man's allies. If he found out, I had no choice. You have to understand. You've seen how they kept us quiet in that place. Can you imagine the lengths they go just to silence someone who had physical evidence? I had to. Narissa, what did you do? I freaked out, okay? I thought if I came clean to Georgie, he'd get the Crooked Man to leave us alone. We could just forget the whole thing. Maybe try again in a few years. You what? So I told him everything. And I begged for mercy for all of us. I didn't want anyone to die over a picture. You were just trying to protect them. Yeah. Georgie promised he'd smooth things over with the Crooked Man. But then... Oh, God. Here. Thank you. I don't know what happened, but that night at the club, Georgie came back and told me things had changed. He had to make an example of us. We had committed treason. And while the two of us were sitting there, as he was telling me this, Faith walked in, and I had to watch while Georgie... Wait. So Georgie told you all this, not the Crooked Man? Back at the well, you said... I know what I said. But it wasn't the truth, was it? What does it matter? I know the Crooked Man did it. So what if it wasn't the whole truth? It was true enough. Oh, man. I guess what's done is done. I know he ordered their deaths. I wasn't gonna let him get away with it because of a stupid technicality. Especially after... That night, after Faith, I tried to warn Lily, but she wasn't with her scheduled appointment. So I did the only thing I could do. I left Faith's head at your doorstep. You? I walked her over here, and I left her. Just hoping that maybe if I couldn't save them, could at least save the rest of us. So... That piece of fabric I found near there, that was you? Yeah. I cut my leg trying to get over the fence. So you started all this? I just pointed you in the right direction. People like us get forgotten all the time. The Crooked Man was counting on that. When we suffer, we do it in silence. And the world likes it that way. We just fade. Like we never existed. I couldn't watch that happen to Faith or Lily. Nobody cares about us. Not really. I'm sorry, Narissa. I'm sorry that's what it took to get me to pay attention. It'll be different now. You'll make things right. You and Snow. I don't know.
Seems like no matter what I do, it's just not enough for her, or anyone. I just can't win with these people. I know it might feel that way, but they need you, Bigby. Both of you. You two make a good team. The way you look out for each other, and look out for us. You don't see that a lot these days. Snow doesn't really need me. I'm sure that's not true. After everything you've done for us, maybe they don't want to admit it, but without you, none of this would have happened. You listened when no one else would. You knew when to show mercy, and you brought justice to this town. Finally, because you brought the Crooked Man in, everyone saw who he really was. So from where I'm standing, you did the right thing. You've been given this job for a reason. And I left Faith at your doorstep because I knew if anyone stood a chance against the Crooked Man, it was you. I hope I've at least done some good here. You've changed this place. For better or worse, Fabletown wouldn't be the same without you. Ich glaube, das musste er einfach mal hören von jemandem. You're not as bad as everyone says you are. I need to tell you something. I have to tell you something. I feel like we've met before. You're trying to place me. You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so she could escape his kingdom. They used to call me the Little Mermaid. Did Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? He said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for. Faith. I'll see you around, Wolf. Und, ja, hier sehen wir nochmal so eine Art Epilog, was jetzt letztendlich, wie unsere Entscheidungen hier diverse Personen betroffen haben. Beast zum Beispiel, da haben wir ihn angelogen, wegen Beauty. Ja, wir haben Beauty beeindruckt mit unseren detektivischen Fähigkeiten. Wir haben mit Bluebeard gekämpft, Colin vor der Farm gerettet. Den Crooked Man eingesperrt. Wir haben Faith Geld gegeben. Das Geld von Georgie safe genommen? Das stimmt. Nein, haben wir nicht. Wir haben von Crane haben wir Geld genommen, und zwar zweimal, aber nicht von Georgie. Deal mit Jack, mit Gren haben wir getrunken. Nerissa, ja, Snow. Haben wir zum Trip-Trap mitgenommen, haben auf Tiny Tim gewartet, haben Toad Geld gegeben. Ach ja, Leute, gut, ein letzter Blick auf unsere Entscheidungen hier. Wir gucken auch gleich nochmal, wie unsere Entscheidungen reflektieren, was die anderen Spieler so gemacht haben. Und danach geht's dann ab in den Abspann. Hier können wir uns jetzt die Entscheidung nochmal schnell angucken, die wir so im Laufe der Episoden getroffen haben. Manches hatten wir ja schon geguckt hier. Das war, ganz viele haben Faith das Geld gegeben, zu Beauty gehalten, sind erst zu Toad gegangen. You did not prevent Prince Lawrence's death. 26,8% haben nichts gesagt, wer der Mörder sein könnte. Wir hätten ihn ganz am Anfang, hätten wir ihn schon auswählen können, den Mistkerl. Hier, von der zweiten Episode die Entscheidung, die hatten wir uns auch schon mal angeguckt. 68,7% haben Tweedledee gejagt. 60,9% hatten Sympathie mit dem Crane. 62,4% haben Tweedledee dazu gekriegt zu reden. Ganz viele haben Snow White mitgenommen. Georgie nicht geschlagen. Ganz wenige nur sind in der Situation gewesen, in der wir waren. Ich wollte nicht gegen Beast vorgehen und das Spiel hat das so interpretiert, dass ich den Kampf verloren habe, obwohl ich mich ja an mindestens zwei Stellen absichtlich zurückgehalten habe. 80,7% der Spieler haben Snow White hier ihre Ansprache zu Ende halten lassen.
Ja, ganz wenige sind nur ins Büro der Tweedles gegangen. Apartment von Crane und das Trip Trap, das halten sich so die Waage hier. Wir sind ja in Cranes Apartment gegangen, damals zuerst. 70% haben einen Deal mit Jack of Tales geschlossen. Knappe 80% haben sich dazu entschieden, den Baum nicht zu verbrennen. Also im Großen und Ganzen sind wir ja doch schon immer in der Mehrheit. Die knappe Mehrheit hat Tweedledum nicht getötet. 85,5% der Leute haben Colin im Apartment gehalten. 63,8% haben nicht versucht, Nerissas Ribbon zu entfernen. 63,2% sind erst zum Butcher gegangen. Ja, das hat für uns ja damals auch Sinn gemacht. Toad wollten auch ganz viele nicht zur Farm schicken. 43,7% der Leute haben sich erstmal eine Zigarette angezündet beim Crooked Man. Das finde ich auch gut hier. Ja, knappe 70% haben Georgie getötet. 90% der Leute haben dem Crooked Man das Recht auf Verteidigung gegeben hier. Knapp die Hälfte hat ihn eingesperrt. Und fast 100% aller Spieler haben TJs Geschenk angenommen. Und die letzten Worte von knapp 55% aller Spieler waren: Ich hoffe, ich habe hier ein bisschen was Gutes erreicht. Ja, Nerissa. Kleine Meerjungfrau. Ich bin mir nicht ganz sicher. Letztendlich auch die Reaktion des magischen Spiegels, als wir nach Faith gefragt haben und jetzt hier die letzten Worte von, ich sag es mal in Anführungszeichen, Nerissa, ist Faith vielleicht noch am Leben? Und wenn ja, wer war denn dann die erste Tote? Der erste Kopf, wenn Faith vielleicht doch überlebt hat und ein Glamour hat, der sie wie Nerissa aussehen lässt? Oder gab es vielleicht nur eine Tote, ist vielleicht tatsächlich nur Lily gestorben und halt als Faith und als Snow White hier ausgegeben worden, oder ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, was das alles bedeutet. Ich hoffe wirklich, gerade bei diesem Ende, dass es noch eine zweite Staffel geben wird. Ich würde mich auf jeden Fall tierisch drüber freuen. Gut, Leute, ich entlasse euch dann mal in den Abspann und sehe euch da dann gleich wieder. Und das war's. Das war The Wolf Among Us, Staffel 1. Es war ein ziemlich geiles Abenteuer. Ich fand's genial gemacht. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Auch wenn ich so ein bisschen weniger geredet habe als sonst, aber die Art und Weise, wie dieses Spiel sich selbst präsentiert, da ist das dann halt so. Da kann man nicht so gut kommentieren. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Oder einen Comment, würde ich mich tierisch drüber freuen, von euch zu hören. Walking Dead Staffel 2 kommt auch, sobald Episode 5 draußen ist. Da warte ich jetzt gerade noch drauf. Hab ja gesagt, ich mag diese unfertigen Spiele nicht. Also, es kommt auf jeden Fall. Und vielleicht spielen wir ja nochmal das ein oder andere Telltale-Spiel auch. Hier ist jetzt auf jeden Fall erstmal Schluss. Ich bin der Rio, ich klinke mich jetzt aus. Und ich hoffe, wir hören voneinander das nächste Mal, wenn es hier auf diesem Kanal wieder heißt Let's Play Better. Bis dahin sage ich aber erstmal Ciao. Denn wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.